Also ich weiß nicht, was ich eingestellt habe, aber OBS möchte irgendwie nur das Letterle-Fenster erkennen und erst dann gibt er mir den gelben Rahmen, dass ich aufnehmen kann. Jetzt kann ich wechseln, jetzt kann ich zwischen allen Fenstern wechseln, aber er startet immer nur im Letterle-Fenster. Ich meine, aber mir soll es recht sein, denn wir wollten ja sowieso im Letterle-Fenster starten. Gut, wir brauchen Musik. Kann ich einfach, nee, ich kann nicht einfach weiterdrücken. Weil ich wieder auf einer anderen Playlist gelandet bin. Einen Moment. QMU, Zufallswiedergabe, let's go. Oh, das ist zu laut. Das ist noch zu laut von vorhin. Okay, QMU läuft. Wir kontrollieren erstmal wieder den Buchstaben. Und ich habe eine neue Variante. Aber ich habe sie mir noch überhaupt nicht angeschaut. Ich weiß nur, dass es sie gibt. Und zwar Otakle. Ich glaube, es war Otakle. Oh Mist. Wo habe ich denn das jetzt hin? Oh, wo habe ich denn jetzt die Seite hin? Ich hatte das aufgemacht. Ah. Okay, das muss ich nachher bei Google nochmal eingeben. Nee. Okay, kriegen wir aber hin. So, wir gehen erstmal die Buchstaben schnell durch, dass wir den richtigen Buchstaben, den Startbuchstaben finden. Okay, der Startbuchstabe ist ein U. Ich möchte jetzt aber dann gleich mit Otakle starten. Ich muss mal ganz kurz hier euer Bild wegmachen. Nicht erschrecken. Zack. Weil nicht, dass jetzt irgendwie Dinge passieren. Otakle. Anime and Gaming World. Genau das. So, komm her. Zack. Das packe ich mal hier rüber. Und dann einmal hier Vertrauen. Weil ich glaube, das brauche ich gar nicht, dieses Vertrauen hier oben. Das kann ich weglassen. So, okay, ihr bekommt wieder Bild. Zack. Da ist wieder Bild. Otakle. Also, Wordle mit Anime-Namen. Colorblind Mode, Basic Font, Dictionary Mode. Allow is any English word as a guess. Oh, okay, ich verstehe. Man kann auch andere Wörter. Okay, man muss nicht nur Namen. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist überhaupt gar nicht schlecht, weil, ne? Wenn es, ich dachte, vielleicht ist es dann noch so ein bisschen anime-spezifisch aufgebaut. Ja, moin. Also ich brauche, es sind jetzt Charaktere, die halt nur fünf Buchstaben haben. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass das dann irgendwie so ganz krass japanische Namen werden können. Aber wenn es eh nur fünf Buchstaben sind, bleibt es ja relativ. Relativ okay. Gut. Das heißt aber, wir dürfen, wenn ich diesen Dictionary Mode anmache, dürfen wir auch mit normalen Wörtern erstmal raten und dann feststellen, wenn wir Buchstaben haben, dann könnte man langsam loslegen, an Namen ranzugehen. Okay, das ist doch schon mal was. Gut. Dann finde ich doch gleich mal jetzt ein Startwort, was ich dann auch für die anderen Wordles benutzen kann. Und zwar Ander. Ander. Nehmen wir auf eigentlich. Nicht, dass ich jetzt hier Quatsch gemacht habe. Ja, okay. Ander ist mein Startwort. Let's go. Okay, wir haben ein R. Irgendwo kommt ein R vor. Das sagt leider noch nicht sehr viel aus. Okay, fällt mir spontan ein Name mit R ein am Anfang. Und muss ja nicht am Anfang sein. Es darf nur nicht am Ende sein. Mein Ricky ist bestimmt ein Name, den es gibt. Ricky gibt es nicht. Rocco! Wobei, würde der nicht, der würde doch als Rock dann wahrscheinlich bezeichnet, ne? Nein, okay, selbst gibt es Rocco gibt es sogar. Wobei man jetzt nicht weiß, gibt es Rocco, weil das jetzt einfach im Dictionary drin vorkommt oder ist das jetzt wirklich der? Weil der heißt doch im Original ist der doch Brock. Der ist Brock. Ah ja, stimmt, aber ich habe jetzt OCK schon raus. Okay, nee, Brock ist nicht mehr drin. Was fallen mir denn so fürs Game-Namen ein und für Anime-Namen mit einem R? Mario. Ah, Is. Nee, Is noch nicht raus. Aber O ist raus. Ach Mann. Marth hat zu viele Buchstaben. Nee, hat's nicht. Hat er nicht. Marth wäre möglich von Fire Emblem.
Marv. Okay, das A ist an der zweiten Stelle. Das R ist immer noch nicht gefunden. Wobei, doch, das R ist jetzt gefunden. Das R ist an der vierten Stelle. Okay. Boah. Das R ist an der vierten Stelle. Ich hatte so ein bisschen, als ich das gelesen habe, es gibt ein Otakle. Rasierer hat das empfohlen, glaube ich. Ja, ich glaube, es war Rasierer. Habe ich so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht ist es dann so, wenn man die Serie erraten hat, sagt er, okay, das gehört zu der Serie, der Charakter und so weiter. Aber nee, es geht wirklich nur rein um die Namen. Das macht es nochmal deutlich schwieriger. So, jetzt kommt aber ein R vor. Das heißt, eigentlich kann es gar kein japanischer Name mehr sein, weil der hätte ja gar kein R. Ich meine, Ruffy wird er wohl nicht zählen lassen, sondern wird ja Luffy schreiben. Oder gibt es im japanischen R? Ja doch, es gibt ja Rei zum Beispiel bei Sailor Moon, die heißt auch im Original Rei. Ist ja jetzt wurscht. Doch, es gibt schon R's, aber nicht... Ja, ist egal. So, A, dann kommt ein Buchstabe, dann ein R. Ich würde fast nochmal ein normales Wort reinraten zwischendurch. Wir haben das I zum Beispiel noch nicht kontrolliert. Wir testen mal Silly. Oh mein Gott. Okay, ich habe Buchstaben rausgeschmissen, aber das hat mir jetzt nicht so viel geholfen. Okay, was gibt es für Namen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es zu einem Game gehört. Aber es wird halt auch wieder viele Namen geben, die ich einfach gar nicht kenne, ne? Das ist das Ding. Also, weil, keine Ahnung, es könnte ja Barry geben. Es gibt, glaube ich, sogar Barry. Heißt der nicht Barry, der Typ aus Final Fantasy VII? Könnte der Barry heißen? Achso, aber Y ist ja raus. Stimmt, es kann kein Y mehr hinten sein. Ah, es kann auch keine 2R sein. Ich bin blöd. Ah, was könnte denn nach dem R am Ende eigentlich noch kommen? Ein G könnte kommen. So, keine Ahnung. A, irgendwas, RG? Eigentlich auch nicht. Ein B könnte kommen, so A, irgendwas, RB. So zwischen dem A müsste doch... Wobei, nee, es kann kein U dazwischen sein. Welcher Buchstabe darf eigentlich noch dazwischen sein zwischen dem A und dem R? Ein P, APR. Ich würde fast sagen, das Wort hört auch mit A auf, weil was soll denn nach dem R noch kommen? Kein X könnte so Irx. Das ist gar nicht so leicht. Die Frage ist halt, was gibt es für Namen? Gibt es zum Beispiel den Namen Wabra? Nein. Gibt es den Namen Wafra? Nein. Gibt es den Namen Wabra? Nein. Boah, was könnte es denn für Namen geben? Ich kenne mich halt zu... Ich glaube, ich kenne doch zu wenig Charaktere. Was kann zwischen A und W noch sein? Außer... Weiß ich nicht. Pavra? Nee, ich meine, was kann nach dem R noch kommen, ne? Pavra... Da passt nur fast nur noch ein R hier noch mal, ein A noch mal hin. Ich würde fast sagen, dass da noch mal ein R ist, aber die Frage ist halt... Was ist das für ein Name? Pabra. Pafra. Pagra. Paxra. Ich habe keine Ahnung. Gara! No! No! Naruto! Oh mein Gott, Gara. Oh, wir kriegen sogar ein Bild am Ende. Das ist cool. Okay. Oh, wir kriegen sogar ein Bild am Ende. Nice. Okay, Gara.
Ich weiß nicht, ob wir das weitermachen sollen, weil ich glaube, da können doch Namen vorkommen, die ich nicht so kenne. Aber wenn auf jeden Fall dann nur mit diesem Dictionary, sonst kriegt er komplett Probleme. Ich glaube, in dem Dictionary-Modus ist das ganz okay. So, wir müssen jetzt immer under nehmen als Startwert, beziehungsweise hier dann unter. Unter. Zack. Nehmen wir noch auf. Ja. Passt alles. Okay, passt alles. Oh, wir haben ein U, wir haben ein T, wir haben ein R gewonnen. Und wir starten sogar mit dem U. Das ist ja chillig. Uralt. Würde Sinn. Würde erstmal funktionieren. Nein. 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 Wirklich. Wirk hätte es, also es hätte doch bestimmt noch mehr Möglichkeiten gegeben. Okay. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Under. Okay, da haben wir wieder den U gewonnen, aber wissen nicht, wo es hingehört. Das ist natürlich ganz toll. Nehmen wir den Mouth. Okay, wir haben ein O dazu gewonnen, an der richtigen Stelle sogar. Das U gefällt aber dem immer noch nicht. Okay, nehmen wir den Lotus, nee, geht nicht, weil dann ist das T drin. DT gibt es nicht mehr. Nee. Jetzt müssen wir das O verbinden, vernünftig. O. Wann, also das U könnte ganz am Ende sein. Oder halt an der vierten Stelle. Forum? Nee, Forum geht auch nicht, weil das M ist raus. Und das R ist eh raus. Ich überlege gerade, ob es was mit bei ist, also BOY am Schluss, aber ich wüsste keine Vorsilbe von bei, die mit einem O an der zweiten Stelle hat. Nee, irgendwie nicht. Co. Co. Goku. Wo? Was könnte denn? Wie könnten dieses U da eingebaut sein, verdammt? So. Ich sehe kein Wort, ne? Das ist wieder schlimm. Ich sehe kein Wort, was wie das U da verbindet werden kann. Hätte ein Pokémon Noctu. Ah, nee, geht nicht, das T drin. Ah! Ach komm, ich will. Kann doch nicht sein, dass zwei Buchstaben und ich bin schon überfordert. Po. Aber es ist halt auch alles, was ich bauen will, hat ein N und ein M oder so. Alles geht nicht. Alles Kacke.
ist auch raus. Also irgendwie bin ich auf dieses bei, aber was soll vor dem bei stehen? Was könnte ich vor das bei schreiben? Kobei, Lobei. Bruder, ich... Box. Aber dann... Box, Puh, Box, 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 gibt's Box ab? Schade. Oh, ab. Am Ende ab. Am Ende ab. Was könnte vor ab stehen? Drei Wörter mit einem O in der Mitte. Drei Buchstaben mit einem O in der Mitte. Vor einem ab. Ich wüsste nicht, was davor stehen könnte, vor einem Ab. Schade. Wäre eine Idee gewesen. Ich habe keine, ich weiß es nicht. Es wird wieder irgendwas sein, was ich nicht kenne. Das ist das Problem. Zwei U am Ende ist auch Schwachsinn. Phobos, Vobus, Jobus, Kobus, Lobus, Pobus. Nee. Es wird wieder irgendein Wort sein, was ich nicht kenne. Ich kann es nicht bauen. Bol, Bolu. Loop. Ich weiß es nicht. Okay, ich muss irgendwie was bauen. Ich muss ein paar Buchstaben noch rausschmeißen. Ich muss mal C, ich probiere jetzt mal Coins. Ich darf das nicht mehr machen, weil ich den Hard Mode drin habe. Scheiße, siehst du? Okay, krieg ich C, S, I, U unter? Achso, ja, dann muss ich ein O auch unterbekommen. Scheiße. Okay, ich kriege CG getestet. C kommt vor. C kommt vor. Wichtig. C kommt vor. Aber nicht am Anfang. Okay, C kommt vor, aber nicht am Anfang. Okay, OQ in der Mitte. OCU vielleicht. OCU. Okay, Locus. Fokus. Ich bin so eine Nuss. Ich hatte wieder nicht den Fokus. Hatten wir das nicht schon mal, das Wort? Hatten wir es nicht schon mal? Oh mein Gott, das C hat's gerettet. Das C hat's gerettet. Dadurch habe ich dann eine richtige Idee gehabt. Okay, wir starten wieder mit Under. Nehmen wir eigentlich noch auf oder bin ich aufs Ö gekommen? Achso, ich habe das Ö ja nicht mal als Taste. Gott sei Dank. Ey, ich glaube, ich hätte jetzt schon 3000 Mal wieder die Aufnahme beendet, einfach weil ich auf L oder Ö kommen würde. So, Under. Zack. Dann mein liebster Dings weiter. Coins. Zack. Und dann nehmen wir noch... Was für ein Buchstabe habe ich jetzt noch nicht drin? A habe ich noch nicht drin. R kommt, N kommt doppelt vor, R kommt doppelt vor,
N kommt doppelt vor. Okay, no. Now. Ne, nar ist vielleicht ganz gut. Gibt's Nardi? Schade. Dann Narit? Schade. Ich würde halt gern irgendwas machen, wo die Buchstaben schon vorkommen, dass ich die, ne, dass ich mir damit helfen kann. Ja, scheiß drauf, dann ist das C jetzt doppelt. So, okay, wir haben relativ viel gewonnen. Da unten haben wir AN gewonnen und O ist dabei, mehr haben wir noch nicht. Wir haben UES, das ist auch noch nicht so viel, aber da oben haben wir RANID. Damit ist alles da, was wir oben wollen. Okay, lasst uns RANID in die richtige Reihenfolge bringen. Das N darf nur noch vorne oder ganz hinten sein. Das ist am meisten ausgeschlossen. Das R muss irgendwo in den mittleren Dreien sein. Lass mal mit dem N vorne starten. Dann könnte danach jetzt ein... Ja, danach kann nur das I kommen. So, jetzt ist alles erlaubt, außer das R... alles raus, außer das R. Also muss hier das R sein. Jetzt haben wir noch A und D. Ja, Nirat und Nirda gibt's nicht. So, also ist das N nicht vorne. Wenn das N nicht vorne ist, kann noch das I vorne sein. Jetzt könnte das D oder das R kommen. Das R muss in der Mitte sein. Nee, das ist... Ah, warte, das A darf noch in der Mitte sein. Nochmal kurz zurück. Ich habe gesagt, das A darf noch in der Mitte sein. Also Nia. Niaret gibt es aber auch nicht. Nee, gibt's auch nicht. Okay. Okay, dann lass jetzt nochmal mit dem I starten. Nach dem I könnte jetzt kommen das D oder das N. Also, In. Inrad gibt's nicht. Inrda gibt's auch nicht. Ja, dann ist das doch schon... Ah, das N darf da gar nicht hin. Ich bin blöd. Entschuldigung. Das D dürfte da hin. So, jetzt muss in die Mitte das R. Ne, das A könnte noch hin. Aber wir hätten jetzt noch übrig A und N. N dürfte da nicht stehen, also müsste das A hier hin. I dran gibt's nicht. So, I da. Jetzt dürfte... Jetzt ist noch übrig das R und das N. Das kann dann nur so. Gibt's auch nicht. Also ist I nicht vorne. Jetzt kann A noch vorne sein. Jetzt könnte das R kommen. Jetzt habe ich aber keinen Buchstaben mehr übrig, also kann das R da nicht kommen. Also könnte das D kommen. Jetzt muss das R kommen. Jetzt darf nicht das N kommen. A drin gibt es aber auch nicht. So, wenn hier kein D ist, könnte hier noch das I sein. Hier muss wieder das R sein. Erden gibt's auch nicht. Okay. So, welchen Buchstaben hatte ich jetzt noch nicht als Start? Ich glaube, das D hatte ich noch nicht als Start, richtig? Ich glaube, ja. D als Start. Jetzt kann als nächstes kommen I oder R. Aber wenn das R kommen würde, hätte ich in der Mitte kein R mehr. Also muss das I hin. Es muss hier das R hin. Ja, und jetzt muss hier das A hin und dann muss das N hinten hin. Diran gibt's auch nicht. Was wird das denn für ein Wort? Ich meine, ich muss es raus... Ich werde es rauskriegen durch Ausschlussverfahren, aber was wird das denn? Mit I habe ich noch nicht angefangen, glaube ich, ne? Jetzt darf D oder R, aber es muss das D, weil das R ja in die Mitte kommt.
Also Idr. Hä, dann habe ich I dran, das geht auch nicht. Hä, was ist das denn? Ich muss doch per Ausschlussverfahren hinkommen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Alter, ich habe 5 Buchstaben. Ich muss sie nur noch in die richtige Reihenfolge bringen. Gibt's doch nicht. Drain! Oh mein Gott, ich bin so ein Doofkopf. Dann muss nämlich das R doch nicht in die Mitte, weil da das A. Ja, ja, ich bin blöd. Drain, natürlich. Oh, das hat mir das DRA da drüben gebracht. Das ist stark. Das hat mir das DRA da drüben jetzt festgesetzt. Dra. Aber was kommt dann? Dann kommen Buchstaben, die wir noch nicht kennen. Draft wäre eine Option. Dann haben wir F und T auch noch getestet. Warum nicht? Finde ich gut. Es ist Draft. Sehr schön. Das hat mir da unten das T beschert. Auch interessant. Außerdem ist U, E und S auch noch bekannt. Okay, und dann vielleicht noch weitere Buchstaben. Lass mal mit S starten. Setup. Ach nee, Quatsch. T ist ja hinten. Es könnte mit ST aufhören. Was ist dann davor? E. Eus. E. Egust. Guest! Guest würde passen. Guest würde passen. Wir testen Guest. Treffer versenkt. Jetzt habe ich noch 3 Möglichkeiten zu raten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben ein O, wir haben ein A und ein N und das liegt schon fest. Okay, das O kann nicht vor dem A und dem N stehen. Das ist auch schon mal klar. Das O muss irgendwo hinten sein. Also Ano zum Beispiel. Mano, Lano, Vano, Bano. Ich würde sagen, das O ist nicht hinter dem N, sondern ganz am Ende. Panlo, Panmo, Panbo, Panxo, Panvo, nee. Lanpo, Lanmo. Oder sind 2 O? Panu, Lanu, Kanu, Banu, Xanu, nee, komisch. Lanko, Banko, Sanko, Wanko. Oh, was ist das denn für ein Wort? Manko. Ich probiere mal Manko. Gibt's das? Schon, oder? Aber mit C vielleicht. Manko. Nee, auch nicht. Also, C wäre eh schon draußen. Manmo, Mampo, Manjo, Manjo. Ich wüsste jetzt nicht. Okay, wir müssen hier wieder ein bisschen rumprobieren. Hilft nix. Manzo. Nee. Alles Quatsch. Okay, lass mal mit P starten. Pan. Panop. Panpo. Panlo. Panol. Panjo. Panoi. Was hatten wir noch nicht? Panjo, Panoi, Panmo, Panom, Panvo, Panov, Panxo, Panox, Panvo, Panov, Panzo, Panos. Nee. Wüsste ich auch nicht, was das sein soll. Okay, kein P vorne. L vorne. Lan. Lanop, Lanpo, Lanko, Langnok, Lanlo, Lanol, Lanjo, Lanoi,
Lanmo, Lanom. es würde ich hier gerade irgendein Blödsinn daher labern, ne? Also. Ich wüsste aber nicht, was das sein soll. Also ich sag das immer wieder. Ich wüsste nicht, was das sein soll. Nee, kein L vorne. Zumindest scheint es mir so. Oh, was ist mit einem zweiten N vorne? Nan. Aber was soll dann da hin? Nee. Nee, kein zweites N vorne. M vorne. Man. Mano. Ja, es geht nicht, weil das N da eh wäre. Manjo, Manoi, Manpo, Manop. Manko hatten wir schon. Manok, Manlo, Manol. Alter, ich... Es ist bestimmt wieder ein ganz einfaches Wort und ich bin einfach wieder dumm. Kein M. B. Ban... Banjo! Banjo! Oh mein Gott, das Banjo. Das Banjo auf Kurs. Wir machen Musik. So. Okay. Aber immerhin Quirtle geschafft. So, jetzt Wordle. Global. Und wir müssen mit welchem Buchstabe war es starten? U war es. Es war U. Dann starten wir mit Uruguay. Oder auch nicht. Hallo? Uruguay. Uruguay. Alter. Drag, click and zoom in on the globe to help you find your next guess. Was hilft es ranzoomen, mal so gefragt? Da stehen noch keine Namen plötzlich. Aber hey, es funktioniert mal ohne abzuschmieren. Wow, die Kugel funktioniert mal ohne abzuschmieren. Wow, ich bin begeistert. Hey, so soll es sein. Okay, vielleicht haben sie es verbessert, man weiß es nicht. So, Uruguay war schon mal nix. Wobei, das ist gar nicht, es ist nicht weiß, es ist eher so bläulich, ne? Das ist, glaube ich, sogar, es geht, glaube ich, sogar in die richtige Richtung. Aber wir machen noch was mit U, nämlich USA. Ja. Okay, ich vermute jetzt mal, wir sind hier da dazwischen, irgendwo. Deswegen, oh nein, bitte nicht wieder hier die Insel. Deswegen muss ich jetzt von meinem U-Ding erstmal Abschied nehmen und mach mal Venezuela. Ja, okay, okay, wir werden dunkler. Dann machen wir mal Bolivien. Oh, wir werden wieder heller. Dann machen wir mal Panama. Da sind wir auch wieder. Da sind wir auch wieder heller. Also sind wir... Hier ist... Das war noch am nächsten. Das ist wieder weiter weg. Okay, dann sind wir hier irgendwo. Brasil. Das ist auch eher... Oh nein, nein, das ist doch schon wieder. Bitte hier irgendwas. Kuba, komm, Kuba. Please. Nein. Wir sind doch schon wieder bei diesen Inseln. Wollt ihr jetzt mich echt foppen? Wir sind doch ernsthaft schon wieder bei diesen dummen Inseln. Aber wenn ich Glück habe, sind wir auch bei Haiti oder sowas. Nein. Zum. Zum zweiten Mal hintereinander sind wir bei diesen Inseln. Ich nehme jetzt St. News. Ne, war das Kids and St. News? Wie schreibt man die Scheiße wieder? Kids and St. News. Was andersrum? St. News and Kids? Ich glaube, diesmal habe ich aber St. Louis richtig geschrieben. Okay, ich brauche die Karte. Zum Glück sind wir ja schon richtig. St. Kitts and Nevis, so rum.
Ach, ich habe das Senkt an den falschen Ort rangepackt. Ja, stabil. Senkt New ist wahrscheinlich. So, so rum. And. Was ist das jetzt? Jetzt ist abgeschmiert. So hört sich das. Aber es ist, glaube ich, sehr dunkel gewesen, ne? Ja, das ist am nä ja, das ist auch hier unten am nächsten. Ah ja, ist doch eine Kacke, dass das schon wieder diese Dinger sind. Es ist doch echt scheiße. Dann nehmen wir jetzt Antigua and Barbuda. Ich muss mich jetzt runterarbeiten, es hilft nichts. Das ist doch schon wie, also dass das schon wieder das ist, fasse ich nicht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zweimal hintereinander aus diesen Dingern zieht? Wie war es geschrieben? Barbua? Wie wurde es geschrieben? Ich kann es mir nicht merken. Barbuda. Ah, da fehlt ein D. Mit nur ein D, sonst habe ich es richtig. Das war's auch. Ja, moin, tschüss. Ey. So ein Rotz. Also. Gott, jetzt brauche ich ein Nördel. Jetzt brauche ich ein gutes Nördel. Jetzt brauche ich ein gutes Nördel. Meine Nerven. Okay, 70. Nee, ich will wieder viele Rechenzeichen einbauen. 1 mal 2 plus 5 ist gleich 07. Okay, wir haben ein Mal. Das Mal ist auch sogar an der Stelle. Das heißt, wir haben am Anfang eine 1er Stelle tatsächlich. Und danach kommt mal 2. Krass. Okay. Und das ist gleich, es wird kein Zweierergebnis sein. Es kommt kein Plus vor. Hm. Da ist noch viel möglich. Da werde ich jetzt nicht mit dem zweiten Versuch gleich auf das Richtige kommen. Aber das ist ja auch gar nicht gewollt. So, 3 mal 2. Wir machen es mal anders. Wir machen mal 3 mal 22. Wer ist 66? Nee, das funktioniert nicht ganz, was ich wollte. Was wäre denn 3 mal 23? Es muss auch nicht 3 sein, by the way, ne? Aber was wäre denn 3 mal 23? Das wäre... Oh, es könnte natürlich... Okay, es könnte natürlich auch eine dreistellige Zahl nachher rauskommen. Das wäre fast noch denkbarer. Ah, ich muss jetzt rumprobieren, es hilft nichts. Dreimal... Mach mal 234. Nee, es muss eine Zweierstelle hier sein, wenn dann. Oh, okay, es muss aber auch eine 2 vorne sein, also dann kann ich nicht mit dreimal mal nehmen. Dann mach halt mal 9 mal 23. So. Da käme jetzt raus, 9 mal 20 ist 180. 9 mal 3 ist... 27, 207 geht nicht, weil die 0 raus ist. Und die 7 ist auch raus, okay. 9 mal 24. 9 mal 20 ist immer noch 180. 9 mal 4 ist 36. 216 geht nicht, weil die 1 raus ist. 9 mal 25 geht nicht. 9 mal 26. 9 mal 20 ist immer noch 180, 9 mal 6 ist 56, 180 plus 56 ist 234. So, das wäre jetzt mal denkbar. Das wäre jetzt mal einfach eine denkbare Geschichte und wir können jetzt mehr ausschließen. Zum Beispiel, ob die Zahl dreistellig sein wird oder nicht. Ach, sowas geht jetzt. Enter. Was? Ich sage wieder meinen gleichen Spruch. Ich bin sicher, da wäre noch viel mehr Optionen möglich gewesen. Keine Ahnung, 9 mal 28 hätte es vielleicht auch noch. Weiß ich jetzt nicht auswendig, aber...
Ich meine, allein die 9 war ja schon ein Anfangsrad. Eine Anfangs. Ja, alles, was kleiner gewesen wäre und 100 hier vorne gehabt hätte, wäre nicht gegangen, weil ja die 1 raus ist. Also ich musste tatsächlich ja über 200 kommen. Dann dürfte es keine 2-0 sein. Es dürfte auch keine 2-1 sein. Ja, okay, vielleicht wäre man tatsächlich per Ausschlussverfahren immer hier gelandet. Kann schon sein. Ja, aber cool. Gefällt mir. Soll mir recht sein, wenn das schnell geht. Wobei Nördler meistens Spaß macht. Das mache ich fast gar nicht, wenn das schnell geht, weil ich da so gerne drüber grübel. Egal. Pokémon. Palkia. Nee, Quatsch, wir starten hier mit einem U. Ein U aus. Ja, komm, Gen 5. Unverzahnt. Keine Ahnung, was du bist. Aber du bist jetzt meine Gen. Okay, wir sind weiter unten in der Gen. Wir sind leichter als 29 und wir sind kleiner als 1,2. Das ist doch schon mal was. Jetzt nehmen wir ein U aus Gen 3. Es gibt kein U in Gen 3. Okay. Dann nehmen wir Unown. Jawohl, wir nehmen Unown. Dann haben wir auch den Single Type gleich mal rausgeschmissen. Oder sogar getroffen. Oh! Okay, wir haben ein Psychik-Pokémon, aber als Typ 2 Psycho. Typ 2 ist Psycho. Interessant. Und wir sind in Gen 3 oder Gen 4 unterwegs. Ich glaube, ich habe für U kein Gen mehr. Doch, Gen 4. Aber es ist Psychik-Nan. Okay, dann geht nichts mehr mit U. Gut, dann ist U vorbei. Okay, jetzt brauchen wir Psychik aus U. Aus Gen 3 oder Gen 4. Ha. Ja gut, müssen wir mal ein bisschen probieren. Ich drücke mal G und gucken, ob wir was haben. Gen 3 oder Gen 4. Das ist alles noch Gen 1, weil hier noch Zapdos. Das gehört noch zu Gen 1. Auch wenn er jetzt da... Gen 3, Grass None. Psychic Fairy, nein. Es müsste Psychic an der zweiten Stelle sein. Solange Psychic nicht an der zweiten Stelle ist, ist sowieso vorbei. Und sobald ich jetzt bei Gen 5 bin, ist auch vorbei. Ne, die sind alle Psychic vorne. Okay, kein G. G ist raus. Machen wir mal H. So. Gen 3 geht's los. Gen 4. Okay, kein Gen 4. J. Okay, Stil, Psychic. Aber es muss schwerer... Warte. Ist es schwerer als Unown? Unown war 0,5. Jirachi ist 0,3. Ah, nee. Also ist auch höher. Es muss höher sein. Okay, kein Jirachi. Schade. Denn das hätte zumindest den richtigen Typ, glaube ich, gehabt. Wir könnten es fast trotzdem mal reinnehmen, um zu gucken, ob die Gen passt. Ja, wir nehmen es mal rein, um zu gucken, ob die Gen passt. Wir sind in Gen 3. Oh Gott, das Lied ist so gut. Das ist aus gar keinem richtigen Spiel. Das hat Kyumu selbst gemacht, glaube ich. Das heißt Remember Always, weil das hat... Da steht immer kein Spiel dabei bei dem Lied. Und dann ist es, glaube ich, eine Eigenkomposition. Keine Ahnung. Aber das ist so gut. Ich mache es ein bisschen lauter. Das baut sich so richtig auf, dieses Lied. Ich liebe das. Das habe ich, glaube ich, bei Geogesser das erste Mal gehört und mich da schon gefragt, was ist das? Und mittlerweile weiß ich's. Oh, das Lied ist so gut. Einfach mal zuhören und genießen. So, also, Gen 3, Psycho an zweiter Stelle. Und, wie gesagt, höher als 0,5. Schwerer als 5, aber leichter als 29. Das müsste doch machbar sein. K. Gen 3. Alles, was ab Gen 4 ist, ist schon vorbei. Und jetzt. Merkt ihr, wie sich das Lied aufbaut? Oh, ich liebe das. L. Es ist zu schwer, schade. Rock Psycho. Dragon Psycho. 1,44. Nee, ist zu schwer.
Oh, Latios und Latias sind alle als zweiter Typ Psycho, aber leider zu schwer. Okay, jetzt sind wir raus. Nee, wir sind noch nicht raus. Okay, jetzt sind wir raus. Kein L. Y dürfte es nicht so viele geben. Nee, gar nichts. X dürfte es auch nicht so viele geben. Ja, nix. C. Kein zweiter Typ Psycho. Ich könnte ja auch über die Pokémon-Liste eigentlich gehen, oder? Oh, ich hab was. Baltoy. Haben wir Ground noch drin? Wir haben Ground noch drin. Wir haben Ground noch drin. Let's go, let's go. Oh, das war genau 0,5. Mist. Das war genau 0,5, aber wir sind leichter als 21,5. Okay, wir sind noch leichter als 21,5. Jojoj. Was ist denn die Entwicklung von Baltoy, falls es eine hätte? Ja, es ist wieder zu schwer. Und jetzt kommt kein Psychik mehr, ne? Stilpsychik. Ah, das ist Gen 4. Wäre auch zu schwer gewesen. Okay, kein B, schade. N. Jetzt muss ich wieder leiser machen. Nicht, dass uns hier irgendwann die Musik um die Ohren fliegt. Aber ich liebe dieses Remember Always. Das ist so ein geiles Lied. Vielleicht kommt es auch aus irgendeinem Spiel und der hat nur das Spiel nicht dazu geschrieben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, nehmt mich nicht für voll. Also, nehmt mich schon für voll, aber nicht in dem Sinne. Okay, M. Ah, da kommen die ganzen Megas, ja. Deswegen alles erstmal Gen 1 Kram. Jetzt kommt Gen 2 Kram. Jetzt kommt Gen 3. Gibt's hier Psychik an zweiter Stelle? Ne, jetzt sind wir schon bei Gen... Oh! Oh! Meditje. Haben wir Fighting noch drin? Ja. Ja, es könnte passen. Meditje. Ich glaube, das weiß ich sogar, wie das Viech aussieht. Da habe ich was vor Augen. Wir gucken uns kurz Meditje an. Ich glaube, das heißt nämlich auch Meditje im Deutschen, oder? Also hier heißt es Meditite. Aber ich glaube, es heißt Meditje oder so. Wahrscheinlich labe ich Scheiße, aber es macht nichts. So. Na, und ich hätte natürlich über die Liste hier drüben gehen können und da schauen können, was ist alles Typ 2 Psycho. Ja, das hätte ich auch machen können. Aber ich glaube, dann wäre ich relativ... Dann wäre ich sofort. Wow, es ist das Erste, was ich in der Liste gesehen hätte. Ich wäre sofort bei Meditje gelandet. Ne? Das ist Meditje. Genau. Okay. Ja gut. Dann haben wir jetzt in diesem Mal dieses Oktakle drin gehabt. Können wir mit drin lassen? Bin noch ein bisschen unschlüssig. Werden wir sehen, ob ich es drin lasse. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Das war wieder eine etwas längere Folge. Ja, 50 Minuten. Ach du Schande. Jetzt aber aufhören hier. Und tschüss.